Claudia Roth besucht Lampedusa-Flüchtlinge in Berlin. Die Grünen-Politikerin hat zum Presserundgang durch das Zeltlager auf dem besetzten Oranienplatz geladen. Okay, let's go. This is so terrible, what we saw in the news. Hello, nice to meet you. Nach dem neuerlichen Flüchtlingsunglück vor Lampedusa mit rund 300 Toten ist die Asylpolitik in den Fokus gerückt. In den Medien, in Brüssel und in der Kreuzberger Kommunalpolitik. Viele Freunde und Freundinnen aus Lampedusa sitzen hier. Sie können sie sehen. Man kann nicht mehr so tun, als wären sie nicht da. Es ist so, wie wenn Menschen ihre Rechnung nicht aufmachen und dann denken, sie haben keine Schulden. Seit einem Jahr schon kampieren über 100 meist afrikanische Flüchtlinge in Kreuzberg. Von den italienischen Behörden haben sie ein Visum zur Weiterreise bekommen. Einige auch Geld, um den Weg nach Norden anzutreten. Der Bezirk Kreuzberg duldet das Zeltlager auf dem öffentlichen Platz, wertet es als politische Demonstration. Doch die Lebensbedingungen sind erbärmlich. Es gibt kein fließendes Wasser und nur wenige Toiletten. No, I have dirty shoes. I won't go with dirty shoes. Die Flüchtlinge fordern die Abschaffung der Residenzpflicht, der Abschiebungen und Gemeinschaftsunterkünfte. Sie wollen arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen. Das drängendste Problem ist aber der herannahende Winter. Ein Ausweichquartier gibt es noch nicht. Unser Leben ist in Gefahr. Wir waren ja letzten Winter schon hier im Schnee, ohne irgendwo hinzukommen, ohne Dach über dem Kopf. Wir wollen keine Drogen verkaufen, wir wollen keine Kriminellen sein. Deswegen müssen wir zusammen eine Lösung finden. Eine Lösung könnte sein, dass der Berliner Innensenator eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erteilt. Rechtlich wäre das möglich, sehr wahrscheinlich ist es aber wohl nicht. Für Claudia Roth ist gleich die gesamte deutsche Asylpolitik kaltherzig. Wenn der Bundesinnenminister Friedrich gestern gesagt hat, es gibt keinen Grund und keine Notwendigkeit, auf europäischer Ebene eine andere Politik zu gestalten, dann zeigt es die ganze Doppelbödigkeit der Trauer um die Opfer von der letzten Lampedusa-Tragödie. Der Berliner Senat droht damit, das Camp zu räumen. Ein Winternotlager gibt es noch nicht und an der schwierigen rechtlichen Situation der Flüchtlinge hat sich seit über einem Jahr nichts geändert. Dennoch verabschiedet sich der berühmte Besuch mit sehr viel Optimismus. In the house, hopefully. Next time in the house. I hope so. Tschüss.